Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge für euch vom Meilenmittwoch, aber auch mit den Vielflieger-News. Also, was wollen wir anfangen? Meilenmittwoch oder Vielflieger-News? Wir machen in dieser Folge machen wir Meilenmittwoch und dann die nächste Folge ist die Vielflieger-News. Und zwar die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe. Qatar Airways kommt heute sehr oft vor. Sie verkaufen Punkte mit einem Bonus, und zwar Avios. Und zwar ist der Bonus bei denen 50%. Finnair verkauft Avios mit einem Bonus von 70%, zumindest bis zum morgigen 7. April. Dann haben wir Qatar Airways, die machen Partner-Avios-Flüge billiger. Dann gibt es noch Geld zurück in Form von Avios, wenn man Meilentickets bucht, aber man muss dafür in England leben, auch Qatar Airways. Wir haben dann noch einen Spezialdeal, und zwar geht der von Luxemburg nach Reykjavik in der Business Class ab 460 Euro. Wir haben dann des Weiteren Hilton Honors 2024. Mitgliedsstufen sind alle schon angepasst. Also wer abgestiegen ist, ist jetzt abgestiegen. Wir haben einige Fast-Track-Optionen. Ja, ich rede auch wieder über Kreditkarten. Und habe ich noch was? Ja, British Airways, doppelte Avios bei europäischen Flügen ex-England. Also doch durchaus eine One-World-Folge, aber ich weiß ja, dass ihr One-World auch mögt und schätzt, so wie ich das mittlerweile gelernt habe. Das erste Thema, was wir haben, ist natürlich erst dann fällig, wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, kommentiert habt und vor allem abonniert. Kanalmitgliedschaft. Also, lasst uns starten. Und zwar Qatar Airways oder Qatar Privilege Club hat eine Promotion aufgelegt in der Form, dass man halt Partner Airlines günstiger buchen kann online. Und zwar ist das so, dass wenn man Qatar Airways Privilege Club und bei British Airways schaut, dann sind die Werte relativ ähnlich, weil es macht natürlich auch Sinn, weil man überall natürlich die Avios hin und her schieben kann. Und bald wird es auch bei Finnair gehen. Man sagt so Frühjahr, was immer Frühjahr heißt in Finnland. Auf jeden Fall liegt im Moment noch Schnee, falls ihr das wissen wollt. Ja, und durch diese Annäherung kann man halt immer Punkte hin und her schieben und dann halt gucken, oh, der Flug ist bei Qatar billiger oder sonst was und bucht das dann direkt. Und dann ist es so, dass man natürlich das kompliziert machen musste. Anrufen. Oder irgendwie Bescheid sagen, aber nicht mehr online buchen. Und jetzt kann man es auch online machen. Heißt also, wenn man zum Beispiel fliegt Qatar Airways Privilege Club Punkte, die man benutzen möchte, um mit Cathay Pacific zu fliegen, in der Business Class von Hongkong nach Taipei sind 12.500 Avios und ein paar Euronen, ich weiß nicht, knapp über 40 Euronen oder so. British Airways Club sind es aber 20.800 Avios. Heißt also, da gibt es dann für 65 Euro das Ganze. Und dann seht ihr schon, wo dieses Ungleichgewicht an dieser Stelle ist. Also der Tipp hier an dieser Stelle ist natürlich immer zu gucken, ob ihr den Avios, die ihr dann da verbrennen wollt, in irgendeiner Form bei Iberia billig verkaufen könnt, in Anführungsstrichen gegen einen Flug, oder aber auch gegen British Airways oder bei Qatar Airways und vielleicht demnächst ab Finnair. Das ist doch eine coole Sache. Wer im Moment etwas knapp an Avios ist und sagt, er hat einen Zweck, den er verfolgt, um da Bonuspunkte zu kaufen, kann das bei Qatar Airways Privilege Club machen, und zwar für 6 Tage. Hat auch gerade irgendwie angefangen, da kann man 50% Bonus geben. Und zwar muss der bis zum 7. April abgeschlossen sein. Heißt also, ihr habt noch heute und morgen Zeit, das zu tun. Kanalmitglieder haben das heute am Samstag gesehen. Wer kein Kanalmitglied ist, sieht es dann morgen. Was soll man dazu sagen, außer dass man dort dann den Bonus bekommt? Der Preis für die maximalen 250.000 Avios, die dann einen 50-prozentigen Bonus bringen, das sind 125.000, sind 375.000 Avios für einen Preis von 5.250 Euro. Also daran einmal den Preis im Hinterkopf behalten. Und ob ihr dieses Limited-Time-Offer annehmt, ist wie bei Finnair genau das gleiche Problem. Ihr solltet einen Use Case haben, also etwas, was ihr Desired Mile zu in irgendeiner Art und Weise zu horten, macht natürlich keinen Sinn. Ich hatte letztens in einem Call wieder die Frage, ob Lufthansa Miles und More Mile entwertet werden, ob es da was gibt.
Ich meine, ich kann das jetzt so lange wiederholen, bis das eine Self-Fulfilling Proficiency wird. Wer heißt das? Also auf jeden Fall eine selbst erfüllende Prophezeiung. Und also die Wahrscheinlichkeit, dass die Meilen entwertet werden oder weniger wert werden, dadurch, dass die Flüge teurer werden, ist ja klar. Die Frage ist nur, wann das passiert. Ich kann ehrlicherweise das jetzt auch nicht mit der Glaskugel sagen. Aber da solltet ihr halt aufpassen, wenn ihr Meilen habt, dass ihr diese auch verbraucht. Ich habe meine Miles and More Meilen alle verbraucht und bin glücklich und zufrieden. Finnair verkauft diese mit 70%, aber bei Finnair ist ein Unterschied. Und zwar bei Qatar Airways sind es 250.000, bei Finnair sind es maximal 200.000, wenn die Webseite nicht spinnt. Die Webseite hatte gesponnen. Ich gucke mal, ob ich euch das hier hochziehen kann. Da kam gestern bei mir dieser Screenshot. Ich glaube, das ist dieser hier. Ja, und da seht ihr es. Im Moment ist es nur möglich, 166.000 Avios abzurufen anstatt 200.000, um dann mit den 70% natürlich die maximale Summe zu bekommen. Heißt also, von 200.000, die man dann bekommt, kann man natürlich dann da 140.000 on top kriegen, sind 340.000, aber sie kosten auch nur 4.200, sind also 12,35 € pro 1.000. Bei den Qatar Airways sind es, wenn man sich das anguckt, etwas teurer. Also insofern, da, wenn dann zuschlagen bei Finnair, aber Finnair kann man halt nicht ummodeln. Die müsst ihr bei Finnair im Moment verballern. Und da gibt es bei einigen Themen bei Finnair natürlich Leute, die haben Probleme, Flüge zu finden. Ich hatte letztens für einen Kunden Bangkok geguckt und so weiter. Ja, Bangkok ist ein Ziel, wo jeder hin will. Da kannst du halt nicht das Ticket confirmed bekommen. Ich selber habe immer so Flexibilität, zum Beispiel Los Angeles. Wenn ich das fliege und auf Meilen kaufe, dann ist das so, dass ich das Ticket dann auf Verdacht kaufe. In der Hoffnung immer, dass das Hinflugticket sich bestätigt relativ schnell. Beim Rückflug bin ich dann halt immer etwas flexibler und das bestätigt sich dann auch immer in so einem Zeitraum. Also da muss man dann halt etwas flexibler sein. Das muss man zu Finnair sagen. Und da habe ich ja auch eine Frage von einem Kollegen gehabt über die Webseite und da, beziehungsweise Facebook war es, Messenger, dass man da halt natürlich immer gewahr sein muss, es gibt keine Garantie bei Meilenflügen. Das ist halt das Problem. Und da haben halt viele Leute auch ja, kein Verständnis dann im Zweifelsfall für. Schade eigentlich. Wir haben dann als nächstes Thema Avios, die man zurückbekommt, wenn man Flüge bucht. Und zwar ist das so, dass die Freunde von Qatar Airways da auch noch mal bis zu 25.000 Avios zurückgeben, wenn man Flüge bucht auf Meilen und Punkte. Und jetzt geht es wie folgt los. Man muss sich in sein Konto einloggen, bekommt dann mein Offer in den Menüs, da muss man halt das suchen, muss dieses Offer, dieses Angebot registrieren, also man muss sich anmelden. Geht dann weiter und muss dann zwischen dem 14. März, also ihr seht, die Promotion geht schon ein bisschen, aber sie geht noch bis zum 30. Juni, diesen Flug buchen und die Avios werden dann 30 Tage nachdem der Awardflug gemacht ist, wieder zurückgebucht. Heißt also Registrierungszeitraum 14. bis 15. April, ganz wichtig, also die Registrierung muss gemacht werden, aber die Flugbuchung kann bis zum, muss auch bis zum 15. April gemacht werden, aber die Reise, der Reisezeitraum ist bis zum 30. Juni, also da wesentlich mehr Zeit. Wie funktioniert das mit den Meilen zurück? Und zwar ist es so, wer einen Flug bucht mit in der Economy Class, kann bis zu 10.000, also kriegt sogar 10.000 zurück. Und wer in der Business oder in der First Class bucht, kriegt 25.000 Punkte zurück. Das kann für den einen oder anderen interessant sein. Und ihr seht ja auch an dem Angebot, was ich mit Taipei gemacht habe, da kannst du auch schon mal schön Punkte mehr kriegen. Nein, das weiß ich eigentlich gar nicht, ob das passiert, wenn du das machst, ob du dann die Flüge kriegst. Aber wichtig ist natürlich an dieser Stelle erstmal zu sagen, dass dieser Flug Taipei nicht geht, weil natürlich Flüge ex-England gemacht werden müssen. Also da schauen. Und die Anschrift im Profil sollte auch England sein, nur dass ihr es wisst. Aber so etwas kann man ja gepflegt darstellen. England ist sowieso im Moment so ein Markt für Promotion, für Meilenpunkte und Status.
Und zwar ist das da so, dass British Airways im Moment doppelt im Avios gibt, wenn man bis zum 24. April bucht. Und zwar ist das für alle Strecken innerhalb von Europas bei der Doppelaktion. Heißt also zum Beispiel, wer blau ist, kriegt 6 Avios pro Pfund, heißt also 12.000 Avios bis zu maximal Gold und drüber 9 Avios und dann wären das 18 Avios, die ihr pro Pfund bekommt. Auch hier natürlich ist das Ganze ab England und ich denke mal, das ist natürlich relativ cool. Also es ist auch so, dass dieses den Elite-Bonus verdoppelt. Das heißt also, ihr kriegt da auch da nochmal eine Art Fast-Track. Also nochmal eine sehr schöne Geschichte, um da sich den Status zu requalifizieren. Man muss halt nur ab England abfliegen und ihr wisst ja natürlich, dass die Flüge, die in England sind, relativ teuer sind. Das heißt also nach Europa der Flug und das weiteste, glaube ich, war Athen oder sowas, ne? Also nur so als Hinweis. Wir haben jetzt noch die Hilton-Freunde. Hilton ist ja eine Kette, die sich großer Beliebtheit erfreut. Ich selber mag ja das Hilton in Tallinn zum Beispiel sehr gerne. Und bin auch in Finnland sehr gerne in den Hilton, gerade am Flughafen wieder letzten Montag gewesen. Keine Sendung gemacht, ich weiß, mea culpa, mea culpa. Und deshalb hole ich das hier jetzt nach. Also auf jeden Fall, Hilton hat jetzt die Status runtergerollt. Viele Leute, die Diamond waren, sind jetzt Gold und so weiter. Und da muss man natürlich gucken, wie man dann den Status bekommt. Das Schöne bei Hilton ist, der Status gibt es zum 31. März immer. Das heißt also fast einen Monat länger als bei vielen anderen. Und deshalb ist es so, dass man natürlich gucken muss, was da passiert. Bei einigen ist der Downgrade nicht ganz zum 1. April passiert, sondern bei einigen ist er später. Aber jetzt sind alle durch. Und jeder, der sich halt nicht qualifiziert hat, ist eine Stufe dann niedriger. Und da gibt es natürlich noch einige Fast Tracks. Und zwar, wenn man zum Beispiel auf Silber runtergegangen ist, kann man bei American Express schauen. Die haben nochmal Goldstatus da, dass man den Goldstatus dann bekommen kann. Man kann das auch natürlich über die Kreditkarte bekommen. Ich selber bin ja großer Fan von den Hilton-Kreditkarten, beziehungsweise auf einer ganz besonders. Und zwar ist das die Hilton von Amex. Wo ist sie denn? Kaum lästert man drüber, dann ist sie schon verschwunden. Nein, da ist sie. Da seht ihr die Karte. Und diese Karte gibt einem auch direkt den Diamond-Status. Nicht, dass ich den auch so nicht schaffen würde, aber es hat halt Vorteile, weil man 17-fache Punkte bekommt. Das ist auch ein Weg, um den Status zu bekommen, im Gegensatz zur DKB-Karte, wenn man jetzt bei Revolut halt nicht mehr weiterkommt. Und damit wäre dann halt wirklich das eine Möglichkeit, schnell den Status zu bekommen. Oder man geht dann halt mit der Hilton-DKB-Karte, um Gold zu holen. Ja. Mit 20.000 Umsatz gibt es immer noch den Diamond. Oder man geht mit der Surpass. Die braucht 40.000 Dollar Umsatz in den USA. Da gehen solche Sachen noch mit Revolut und so weiter, die man machen kann. Also da gibt es wirklich eine interessante Geschichte. Der Status ist natürlich relativ günstig zu bekommen mit 450 Dollar mit der amerikanischen Kreditkarte. Und man muss natürlich auch eher sagen, dass die kostenlose Nacht, die man bekommt, die ich übrigens auch nochmal einlösen muss, damit ich die nicht verliere, dass man damit dann halt auch einen Großteil der Kosten der Karte wieder reinholt. Und damit ist die Karte dann ein Nullsummenspiel. Also ich bin mal gespannt, was da passiert und wie eure Strategie dann bei Hilton ist, könnt ihr mir ja erzählen. Ansonsten habe ich wieder Webinare. Ich habe jetzt ein Webinar wieder voll mit 60 Leuten. Ich werde wahrscheinlich noch ein zweites Webinar machen, kostenlos zu amerikanischen Kreditkarten, um euch dann auch global zu verarzten, dass ihr in diese Karten reinkommt. Wenn ihr nicht warten wollt, da ist die Nummer. Schickt mir eine Nachricht, dann machen wir eine kurze Einzeltherapiesitzung. Auch diese Einzeltherapiesitzung für 15 Minuten ist kostenfrei. Ja, damit haben wir das auch abgearbeitet und wir kommen zu Marriott Bonvoy. Und ja, man kann natürlich auch von Marriott Bonvoy die Kreditkarte haben, die Brilliant. Habe ich auch. Da ist sie. Ups, 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 ups. Da sieht er die Nummer? Nee, er sieht er nicht. Ne? So, also da. Könnt ihr gucken. Aber Marriott Bonvoy hat jetzt so eine Art Freundschaftswerbung und da kann man bis zu 50.000 Punkte bekommen bei der Freundschaftswerbung. Und wie das funktioniert, ist auch relativ spannend aufgedröselt in meinen Augen. Und zwar ist es so, für jede Empfehlung, die ihr gibt, 5 Freunde dürft ihr nämlich maximal empfehlen, gibt es da schon mal 2.000 Punkte. Also das heißt, du selber bekommst sie, aber auch jedes Mitglied bekommt sie. Und jetzt geht es weiter.
Und diese 2000 Punkte gibt es für jede Nacht, die deine Freunde da geben. Also bis zu maximal 5 Nächten und 365 Tage. Heißt also, die Freunde bekommen 10.000 Punkte und du selber, da du ja 50.000 maximal machen kannst und 5 Freunde hast, sind es also 10.000 mal 5 sind 50.000. Also kannst du 50.000 Punkte bekommen, indem deine Freunde 5-mal übernachten. Heißt also, für jede Nacht, die übernachtet wird, kriegen deine Freunde 2.000 und du selber auch nochmal 2.000 für die Empfehlung. Das ist doch mal eine coole Geschichte. Ich finde es relativ amüsant, dass man das so machen kann. Und ich bin auch mal am Überlegen, was ich mit meinem Freinachtszertifikat mache. Ich habe wieder ein neues über meine Kreditkarte bekommen. Das letzte hatte ich ja in Rancho Mirage im Ritz-Carlton gemacht. Aber ich hole mir die Ritz-Carlton-Kreditkarte, um nächstes Mal in die Lounge zu kommen, die $250 gekostet hätte pro Tag. Bekloppt. So, und wir haben noch einen Deal, so ein Deal jetzt an letzter Stelle. Die Sendung ist ja auch mit 16 Minuten schon fast wieder länger als gedacht. Und zwar haben wir bei dieser Sendung natürlich wieder vergessen, das vorzubereiten mit der Karte, wie es funktioniert. Deshalb muss ich da erstmal um Nachsicht bitten. Ich ziehe das mal rüber, vielleicht kann ich euch das Window mal geben. Und ist ja auch vielleicht in einen anderen interessant, wie man das Ganze dann sich nochmal anschaut oder wie man das bei Where to Credit eingibt. Und zwar würde ich jetzt rein theoretisch, wenn ich eine neue Seite aufgemacht habe, hier, so seht ihr es, da seht ihr, ich weiß gar nicht, warum die Seite mal kommt, kam beim letzten Mal auch. Also es ist ein Deal, so ein Deal von der Lufthansa für 460 Euro. Und dann gucken wir doch einfach mal auf GC Map, die Karte, die dann gezeigt wird mit den Entfernungen, damit ihr also auch mal wirklich seht, wie man so etwas dann eingeben kann. Und man könnte diesen Buchungsklasse P, das könnt ihr euch merken, das brauchen wir nämlich nachher bei Where to Credit, kann man diese mit der Lufthansa, mit der Edelweiss, mit der Austrian, mit der Luxair nach Reykjavik fliegen oder mit dann nach Tromsø, das sind 460. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was Reykjavik ist. Dann könnt ihr das nämlich jetzt hier eingeben. Dann gebt ihr einfach Reykjavik, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das auch richtig schreibe, ein. Und dann gibt ihr euch hier direkt das Ganze, das Ding ist KEF. So, dann wisst ihr das schon mal. Wer nicht weiß, was zum Beispiel dann Tromso ist, der kann das dann auch sehen. Tromso wäre dann zum Beispiel TOS. So, und jetzt können wir da dann die ganze Strecke eingeben. Wir wissen ja, was Luxemburg ist. Wir sagen jetzt zum Beispiel, wir fliegen das Ganze ab Wien, nur mal als Beispiel, und fliegen dann nach KEF und gehen dann wieder zurück über Wien oder lass uns da mal Frankfurt machen, dann seht ihr auch den unterschiedlichen Meilenwert und dann nach Luxemburg. Und ihr sagt, ihr wollt das dann mal vergleichen mit Tromsø. Da muss man sich jetzt wieder TOS merken. Ich selber würde das jetzt so machen. Ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, ob es da Verfügbarkeiten gibt oder was es ist. Und dann gibt man hier einfach TOS ein. Zack. Und TOS. Und dann gibt er einem das Ganze schön. Wo habe ich den Fehler? Wo habe ich den Fehler? Wo habe ich den Fehler? Klicken kurz. Ich habe irgendwo einen Fehler drin. TOS. Das ist immer das Schöne, wenn man das Ganze macht. Gucken wir mal, ob er jetzt das Ganze. Klicke Code. Ah, okay. Er will einfach ums Verdingsen nicht, dass ich das nehme. Dann machen wir das so und dann geben wir das so ein. Zack. Und geben das Komma ein und geben dann nochmal TOS ein. Seht ihr, so ist das dann richtig spannend. Dann seht ihr, wie ich hier gefailt habe. Und weil ich es schöner finde in Blue Marble, mache ich es in Blue Marble. Und ich mache es immer einen Ticken größer, damit es nicht so auf der Karte im Rand ist. Und dann sieht man hier unten schön immer aufgelistet, wie viele Meilen das Ganze sind. Und ihr seht, über Wien ist die Strecke natürlich wesentlich länger als über Frankfurt. 1826, 1496 oder hier sind es 1495, 1403. Da ist das dann nicht mehr ganz so dramatisch. Aber dafür ist halt die Strecke von Letzeburg wesentlich mehr als die 110 von Frankfurt nach Frankfurt oder 484 nach Wien. Und wir haben dann das Thema Where to Credit. Das kann man einfach eingeben.
Und dann seht ihr auch, dass das dann direkt kommt. Man gibt das dann in den Kalkulator ein, nimmt dann alle Cookies. Man sagt dann zum Beispiel, man fliegt von Lux nach Wien. Machen wir vom Vier aus Wien. Das wäre in dem Fall, nehmen wir einfach mal Austrian. Und ich hoffe, ihr habt euch gemerkt, welche Buchungsklasse das war. Das war nämlich natürlich P. Gehe dann auf Plus und ihr seht, das Schöne, es nähert sich mehr. Geben wir nochmal Kev ein, geben wir nochmal Fra ein, dann müssen wir aber auf Lufthansa machen. So, dann gucken wir mal was. Lucky, er ist auch geil, finde ich den Namen ja schön. Buchungsklasse P stimmt und dann nochmal nach Lux. Und dann können wir ja auch einfach sagen, wir fliegen weiter mit der Lux Air, um das einfach alles mal zu haben. Und dann gehen wir auf Show Me. Und wenn wir auf Show Me sind, dann zeigt er uns die Meilenwerte an und wir können dann schön schauen für 460 € die Meilenwerte. Und ihr seht hier wieder, ich weiß gar nicht, warum die Werbung das genau dann verblendet, 0 Meilen. Also haben wir das Ganze einmal schön abgearbeitet. Ich habe ein bisschen Sendezeit geschunden. Also für 460 Buchungsklasse P. Gibt es noch etwas über den Buchungszeitraum zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Über Google Flights oder ITA Matrix könnt ihr die Flüge finden und dann natürlich auch buchen über jeden Online-Reiseagenten oder dann halt auf die Lufthansa-Seite, wenn die Lufthansa-Seite funktioniert. Und das ist der Hinweis, warum ihr heute die Vielflieger-News sehen solltet, weil natürlich heute wieder frisch gepresste Themen für euch vorkommen. Danke, dass ihr heute bei der Sendung dabei wart. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt mit mir und meine Faulheit zusammen mit mir genossen habt und gezeigt habe, wie es einzutippen ist und die Fallstricke nebenbei auch nochmal gezeigt habe. Aber wenn es euch gefallen hat, wirklich denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und zu kommentieren. Ich werde auch alles beantworten. Ich müsste auch eigentlich fast alles beantwortet haben. Also, danke dafür und Kanalmitgliedschaft. Abspann für euch hier zur Belohnung. Wohin war es? Hier ist sie. Ist sie das? Nee, das war sie nicht. Da ist er. Bis dann. Ciao.